Alles etwas chaotisch hier. Hier aus der Hauptbaustelle, unserem baldigen neuen Wohnhaus, was ja doch recht runtergekommen ist, aber eigentlich eine gar nicht mal so schlechte Grundsubstanz hat. Und zwar ist unter den Tapeten eine Holzfaserplatte angebracht worden. Und wie ihr seht, wir wohnen bald in einem Blockhaus. Sind zwar keine runden Stämme. Hier habe ich jetzt den Boden weggesägt, rausgenommen. Und ja, die Dämmung, das ist also wie so eine Art Teerpappe und dann Sägemehl drauf. Aber immerhin ist der ganze Boden gedämmt hier. Hier sieht man noch die Heizungsleitung. Auf der anderen Seite hier ist der Ofen, der alte Ofen. Den wollen wir nicht mehr in Betrieb nehmen. Hier soll ein neuer hin. Das heißt, hier muss bis unten alles aufgefüllt werden mit Beton, dass man hier eine schöne Grundlage, ein schönes Fundament hat für den neuen Ofen. Die Küche ist total auseinandergerissen. Hier unter ist der Keller. Da sind einige Balken auszuwechseln und ja, generell alles neu zu machen. Und das wird schon noch eine Zeit dauern, bis wir hier reinkommen. Hier ist schon jede Menge Parkett, Fußboden, Eichenparkett. Hier wird Mias Zimmer werden. Das hat nachher ungefähr 24 Quadratmeter. Ja, der rote Sessel. Ich glaube, da setze ich mich gleich mal rein. Das Zimmer hat hier eine extra Abteilung, da ist noch nicht alles fertig gestrichen. Der rote Sessel hier ist schon reichlich durchgesessen. Aber egal, ich mache die Ansage jetzt mal von hier. Es ist draußen so warm, selbst hier im Obergeschoss ist es kühler als draußen, also weit über 30 Grad. Wir haben in letzter Zeit echt richtig viel gemacht und ich habe jetzt Gott sei Dank einen Helfer im Moment. Von daher geht es jetzt etwas schneller voran. Wir haben in der Woche angefangen, den Boden rauszureißen und Wände einzureißen, da wo jetzt das Esszimmer hinkommen soll. Dann haben wir weitergemacht mit der Hütte, in der wir jetzt im Moment wohnen, das Blechdach abzumachen, weil das alles undicht war und ein Unterdach fehlte. Und bei der Blechhütte ist es so, das Kondenswasser, das tropft natürlich, die ganze alte Dämmung, die haben wir ja schon vorher rausgemacht und ja, nun haben wir das neu gedämmt von oben, weil eine Holzdecke hatten wir dann schon eingezogen. Das heißt, bis jetzt war das Ganze vollkommen ungedämmt und deswegen bei der Hitze ist es schon ganz nett, wenn man ein bisschen Dämmung hat, gerade nach oben hin. Dann, damit ist das jetzt auch echt zu merken, dass es in der kleinen Hütte da wesentlich kühler ist.
ganzen Platten haben wir also abgenommen und wir haben Unterdach erstmal drauf gemacht und die Konterlattung drauf gemacht. Als nächstes sollen Dachziegel da oben drauf. Auf die kleine Hütte kommt dann auch die Solaranlage mit drauf. Die Leitungen sind ja bereits alle verlegt. Alles voll mit Baumaterial hier. Hier der Wasser für den Kaminofen, der ist jetzt im Moment eingepackt. Aber da mache ich dann noch mal ein separates Video drüber, wie ich das kombiniere mit dem Speicher und der Solaranlage, der thermischen Solaranlage. Bei den Anbauten dauert das noch ein bisschen, bis der Betonlaster kommt. Hier muss noch einiges gemacht werden. Und unsere heutige Aktion war den Keller ausräumen. Da war wirklich alles Mögliche an Farbe und ja, ich weiß nicht, was die da alles angesammelt haben, aber es war wirklich irrsinnig viel Kram, der da drin war. Jede Menge Müll. Und zu guter Letzt dann auch noch die alte Öl- und Holzheizung, das ist so eine Kombiheizung gewesen. Ziemlich schwer das Ding, haben wir mit dem Frontlader vom Trecker rausgezogen da. Das ging eigentlich ganz gut. So, das Ding ist jetzt auch drauf. Das heißt, die neue Haustechnik kann reinkommen. Die meisten Dinge sind auch schon da. Und nun nach und nach wird alles eingebaut. Ja, also einiges haben wir geschafft. Wir haben inzwischen auch das Wasser testen lassen. Und das hat super Werte, also ganz mineralhaltiges, super sauberes Wasser. Und außerdem haben wir einen Radon-Test gemacht im Haus. Da ist auch alles in Ordnung. Also absolut keine Spuren von irgendwelchen Radon. Das hat man ja hier manchmal in Schweden, dass Radon aus dem Gestein aufsteigen kann. Außerdem war es am Anfang so, wir wollten ja alles abreißen. Aber wir haben uns jetzt doch entschieden, das Haus grund zu sanieren, weil es eigentlich in einem wesentlich besseren Grundzustand war, als wir zuerst gedacht haben. Von daher, die Arbeit ist nicht viel weniger, aber wir erhalten die alten Sachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis nächstes Mal.